Der Gera Hauptbahnhof ist ein bedeutender regionaler Knotenpunkt im Osten Thüringens. In dieser Dokumentation möchte ich euch nach einem Überblick über die Geschichte und den Aufbau des Bahnhofs den Zugverkehr im Jahr 2021 ausführlich vorstellen. Viel Spaß! Gera ist eine kreisfreie Hochschulstadt im Osten Thüringens, die mit 93.000 Einwohnern die drittgrößte Stadt im Freistaat ist. Gera liegt im Tal der Weißen Elster im Norden des Vogtlands. Den Bahnanschluss erhielt Gera im Jahr 1859 als Endpunkt der Bahnstrecke von Halle über Weißenfels und Zeitz. Sie endete damals am Preußischen Bahnhof, der sich bereits auf dem Gelände des heutigen Hauptbahnhofs befand. 6 Jahre später konnte man von Gera aus auch nach Gößnitz an der bereits bestehenden Bahnstrecke Leipzig-Hof reisen. Diese Strecke ging zwar ebenfalls vom Preußischen Bahnhof aus, bekam aber zusätzlich noch einen eigenen sächsischen Bahnhof auf Höhe des heutigen Südbahnhofs. Ab 1871 zweigte im Süden Geras eine Strecke nach Saalfeld und ab 1873 in Zeitz eine direkt nach Leipzig ab. 1875 kam eine in Wolfsgefährt abzweigende Strecke nach Plauen hinzu. 1876 ging dann auch die Bahnstrecke von Weida nach Werdau in Betrieb, die durchgehenden Zugverkehr von Gera über Wünschendorf nach Zwickau zuließ. Im selben Jahr ging auch die Bahnstrecke über Jena nach Weimar an der Thüringer Bahn in Betrieb. Es folgten noch 1880 die in Crossen abzweigende Bahnstrecke über Eisenberg nach Porstendorf an der Saaletalbahn und 1883 die Verlängerung der Bahnstrecke Werdau-Weida bis Mehlteuer an der Bahnstrecke nach Hof. Da sich südlich von Gera seitdem Züge von 4 Strecken die Gleise teilen mussten, entstand bis 1892 eine eigene Strecke nach Wünschendorf auf der anderen Elsterseite. Anfang des 20. Jahrhunderts ging es für den Bahnverkehr in Gera steil bergauf. Unter anderem erhielt der Bahnhof bis 1911 die bis heute erhaltene kleine Bahnsteighalle. Außerdem wurden die Bahnstrecken nach Weimar, Leipzig und Saalfeld zweigleisig ausgebaut. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde das zweite Gleis dann auf allen Strecken im Rahmen von Reparationsleistungen demontiert. Außerdem wurde 1969 der Bahnbetrieb zwischen Eisenberg und Porstendorf eingestellt. Die verbliebenen Strecken überlebten und erlebten in den folgenden Jahrzehnten wieder etwas Aufwind. Bis 1990 wurden die Strecken nach Erfurt, Leipzig und Saalfeld auf einzelnen Abschnitten wieder zweigleisig ausgebaut. Auch die Elektrifizierung der Strecke Leipzig-Gera-Saalfeld war mehrfach geplant und sollte Stand 1990 Ende der 90er Jahre abgeschlossen sein. Nach der deutschen Wiedervereinigung und der Bahnreform war davon dann jedoch keine Rede mehr und Gera geriet zu Lasten des Fokus auf die Fernverkehrshauptachsen in Vergessenheit. Während in DDR-Tagen sogar Fernzüge über die damals geschlossene Grenze nach Nürnberg angeboten wurden, verlor Gera bis ins Jahr 2000 jeglichen Fernverkehr. Von 2002 bis 2006 versuchte sich noch der private Interconnex, einen Fernzug zwischen Gera und Rostock zu etablieren, konnte sich allerdings nicht durchsetzen. Im Nahverkehr hielten um die Jahrtausendwende Dieseltriebwagen Einzug. Die Strecken nach Weimar und Gößnitz wurden zudem mit Neigetechnik ausgerüstet, sodass hier deutliche Fahrzeiteinsparungen erzielt werden konnten. Außerdem wurden weitere Abschnitte der Strecke nach Weimar zweigleisig ausgebaut. Bis 2006 folgten dann noch einmal weitere Abschnitte auf der Strecke, die damit heute fast vollständig zweigleisig ausgebaut ist. Bis 2028 plant die Deutsche Bahn auch den Wiederanschluss Geras an das Fernverkehrsnetz in Form einer 2-stündigen Intercity-Linie von Aachen nach Chemnitz. Trotz fehlender Elektrifizierung kam der Fernverkehr jedoch bereits im Dezember 2018 zurück nach Gera in Form von 2 bis 3 Zugpaaren von Gera aus nach Kassel, Düsseldorf und Köln, mehr dazu gleich. Um die Jahrtausendwende verlor Gera allerdings nicht nur seinen Fernverkehr, sondern auch den Zugverkehr auf den Bahnstrecken nach Eisenberg und Werdau.
Außerdem wurde im Jahr 2016 die Verbindung Wolfsgefährt-Wünschendorf reaktiviert und zugleich die Strecke von Gera Süd über Liebschwitz nach Wünschendorf stillgelegt, womit die seit 1892 bestehende Entzerrung des Knotens Gera wieder rückgängig gemacht wurde. Heute ist Gera ein wichtiger Knotenbahnhof in Thüringen, der allerdings in erster Linie von regionaler Bedeutung ist. Der Hauptbahnhof liegt nordwestlich der Innenstadt, die jedoch nicht allzu weit entfernt ist. Vor dem Bahnhof befindet sich ein großer Vorplatz, an den sich südlich ein Busbahnhof anschließt, von dem etliche Regionalbusse in alle Himmelsrichtungen abfahren. Die Straßenbahn wirkt auf den ersten Blick etwas versteckt, denn sie unterquert den Bahnhof südlich. Von der direkt unter den Bahnsteigen gelegenen Station gibt es allerdings direkte Zugänge zu allen Bahnsteigen. Hier verkehrt die Gera Straßenbahnlinie 1 unterm Haus Zwötzen. Zurück zum Bahnhof. Im Bahnhofsgebäude findet der Reisende diverse Möglichkeiten, sich vor seiner Reise kulinarisch und literarisch einzudecken. Es folgt ein Fußgängertunnel zu den drei Mittelbahnsteigen. Die Bahnsteiggleise in Gera sind vom Gebäude aus durchnummeriert. Die Bahnsteige der Gleise 1 und 2 sind 164 Meter lang, die der Gleise 3 und 4 395 und die der Gleise 5 und 6 355, womit sogar die meisten ICE-Züge in Gera halten könnten. Die Gleise 3 bis 6 sind aber jeweils unterteilt in die Gleisabschnitte A und B, sodass diese jeweils zwei Zügen Platz bieten können. Über die vier langen Gleise erstreckt sich auch die kleine Bahnsteighalle. Westlich des Bahnhofs befinden sich diverse Abstellmöglichkeiten für Züge. Nördlich des Bahnhofs schließt sich auf der Ostseite ein Güterbahnhof an. Südlich folgt auf den Gera Hauptbahnhof nach gut einem Kilometer der Haltepunkt Gera Süd, der ebenfalls nicht weit von der Innenstadt entfernt ist und außerdem eine wichtige Bedeutung zum Umsteigen besitzt, da sich alle von Gera aus gen Süden und Osten verkehrenden Linien hier noch die Strecke teilen. Da dabei eine sehr dichte Zugfolge herrscht, werden die beiden Streckengleise hier wechselweise benutzt, sodass ein Teil der Züge immer im Gegengleis verkehrt. Hinter Gera Süd zweigt dann zunächst die Strecke nach Gößnitz ab. Hinter Gera Zwötzen trennt sich dann auch die Strecke nach Plauen von der nach Saalfeld. Von letzterer zweigt in Weida wiederum die Strecke nach Mehlteuer ab. In Richtung Norden verlassen nur zwei Strecken den Gera Hauptbahnhof, die sich kreuzungsfrei trennen. Gen Westen gelangt man über Jena nach Weimar und gen Norden über Zeitz nach Leipzig. Auf letzterer Strecke befindet sich im Gera Stadtgebiet noch der Haltepunkt Gera Langenberg. Kommen wir wieder zum Hauptbahnhof und widmen uns dem dortigen Zugverkehr. Die wichtigste Verbindung ist die nach Erfurt entlang der sogenannten Thüringer Städtekette. Hier verkehrt unter anderem Deutschlands sechstlängster Regionalexpress, der RE1 Göttingen-Glauchau im 2-Stunden-Takt. Abfahrt in Gera ist immer zur Minute 5 der ungeraden Stunde von Gleis 3b. Der Zug besteht in der Regel aus zwei Zugteilen, von der vordere oftmals bereits in Gotha endet. In der HVZ können es vereinzelt auch vier Zugteile sein. Die Fahrzeit bis Jena Göschwitz beträgt 26 Minuten, die bis Weimar 47 Minuten, die bis Erfurt 1 Stunde und 2 Minuten, die bis Gotha 1 Stunde und 23 Minuten und die bis Göttingen 2 Stunden und 46 Minuten. In der Gegenrichtung wird zur Minute 53 aus Göttingen kommend auf Gleis 1 angekommen. Von den 2 bis 3 Triebwagen verbleiben die hinteren alle in Gera. Die Weiterfahrt erfolgt zur Minute 58 der geraden Stunde mit nur einem Zugteil. Gößnitz wird in 28 Minuten
und Glauchau in 49 Minuten erreicht. Mit Umstieg in Glauchau ist Chemnitz damit 1 Stunde und 27 Minuten von Gera entfernt. Der RE1 wird zwischen Erfurt und Schmölln vom RE3 zum Stundentakt ergänzt, der dann nach Altenburg abbiegt. Außerdem führt der RE3 zwischen Erfurt und Gera einen Zugteil nach Greiz mit. Die Zugteilung bzw. Vereinigung erfolgt im Gera Hauptbahnhof, weil die Gleisbelegung mit der des RE1 identisch ist. In Richtung Erfurt wird meist mit 2 im Berufsverkehr mit 3 Zugteilen gefahren. In Richtung Altenburg und Greiz ist es immer jeweils nur ein Zugteil. Abfahrt nach Altenburg ist zur Minute 58 der ungeraden Stunde, wobei die Fahrt 37 Minuten dauert. Nach Greiz wird 8 Minuten später zur Minute 6 der geraden Stunde abgefahren, wobei die Fahrt 35 Minuten dauert. Auf RE1 und 3 kommen Dieseltriebwagen der Baureihe 612 zum Einsatz, die sich mit Ausnahme der Strecke nach Greiz das Prinzip der Neigetechnik zunutze machen und so deutliche Fahrzeiteinsparungen erzielen können. Die Triebwagen bieten jeweils 146 Sitzplätze und sind bis zu 160 km/h schnell. Der RE3 wird zwischen Gera und Erfurt dreimal am Tag durch einen Intercity ersetzt. Konkret verkehren diese um 6.04 Uhr nach Köln, 12.04 Uhr nach Düsseldorf und 18.04 Uhr nach Kassel-Wilhelmshöhe. Angekommen wird in der Gegenrichtung in Gera um 9.55 Uhr, 15.55 Uhr und 21.55 Uhr. Samstags entfällt die letzte Abfahrt und Ankunft, sonntags die jeweils erste. Jeweils vor der ersten und nach der letzten Fahrt des Tages findet eine Leerfahrt von bzw. nach Leipzig statt, wo die Garnitur nachts abgestellt ist. Die Züge bestehen aus 5 Intercity-Wagen, wo bis auf den Steuerwagen in der Regel alle der neuesten Modernisierung entsprechen. Gezogen werden die Züge von Dieselloks der Baureihe 245, ab Gotha übernimmt eine Baureihe 101. Bis Erfurt sind die Züge mit Nahverkehrstickets nutzbar, weil man bis Erfurt aufgrund der fehlenden Neigetechnik fast 10 Minuten länger benötigt. Darüber hinaus erreicht man Kassel nach knapp 3 Stunden, Paderborn nach gut 4 Stunden, Dortmund nach gut 5 Stunden und Köln nach 6,5 Stunden. Die Linien RE1 und 3 treffen sich jeweils um die volle Stunde in Gera und bilden dort einen Taktknoten. So besteht dann unter anderem Umstiegsmöglichkeit auf die Linien RE12, RB13 und RB22, die alle im 2-Stunden-Takt verkehren. Der RE12 verkehrt von Leipzig nach Saalfeld und ist meist umsteigefrei auf die RB32 nach Blankenschein an der Saale durchgebunden. Zum Stundentakt ergänzt wird der RE12 durch die RB22, die ebenfalls zwischen Leipzig und Saalfeld verkehrt, bis Weida allerdings vereinigt mit der RB13 über Zeulenroda und Mehlteuer nach Hof unterwegs ist. Gen Leipzig fahren die Züge in Gera immer zu Minute 1 von Gleis 3 ab, womit der Anschluss der aus Glauchau oder Altenburg kommenden Züge knapp verfehlt wird. Der RE hält meist nicht in Gera-Langenberg, dafür allerdings im Gegensatz zur RB in Kossen. Bis Zeitz benötigen beide 23 Minuten, bis Leipzig 1 Stunde und 8 Minuten. In der Gegenrichtung fährt der RE12 immer zur Minute 1 der ungeraden Stunde und die RB22 zur Minute 2 der geraden Stunde ab, weil die Gleisbelegung in dieser Richtung zwischen den Gleisen 2 und 6 variiert. Der RE hält zwar 4 bis 5 Mal weniger als die RB, ist jedoch aufgrund längerer Kreuzungsaufenthalte genau wie die RB nach knapp einer Stunde in Saalfeld. Der RE12 ist in Saalfeld in der Regel wie angesprochen auf die RB32 nach Blankenschein durchgebunden, die Fahrt bis dorthin dauert 2 Stunden und 9 Minuten. Die RB22 führt wie angesprochen bis Weida auch immer Zugteile als RB13 nach Hof mit, mit denen eine Fahrt bis Zeulenroda 35 Minuten, bis Mehlteuer 54 Minuten und bis Hof 1 Stunde und 23 Minuten benötigt. Auf diesen drei Linien gibt es zusätzlich zu diesem Grundtakt von Montag bis Freitag auch noch einige Verstärker. So verkehrt um 17.09 Uhr ab Gera eine zusätzliche RB13 nach Zeulenroda, die bis dorthin dann einen Stundentakt herstellt.
Ähnlich sieht es mit einer Verstärker RB22 um 15.31 Uhr ab Gera nach Saalfeld aus, die dort dann einen Halbstundentakt entstehen lässt. Außerdem verkehrt im Berufsverkehr auch die RB22 weiter bis Blankenstein, womit dort dann ein stündliches Angebot herrscht. Die drei Linien sind alle Teil des Netzes der Elster-Saale-Bahn, welches von der Erfurter Bahn, kurz EB, mit Dieseltriebwagen der Baureihe 650 betrieben wird, die 70 Sitzplätze pro Triebwagen bieten und 120 km/h schnell fahren können. Zwischen Gera und Leipzig verkehren aber in der Regel 2 bis 3 Triebwagen, zwischen Gera und Saalfeld bzw. Blankenstein in der Regel nur einer und zwischen Gera und Hof einer bis 2. Daraus ergibt sich, dass der L12, ob er nun mit 2 oder 3 Triebwagen aus Leipzig in Gera ankommt, hier immer um 1 bis 2 Triebwagen geschwächt bzw. in der Gegenrichtung verstärkt wird und dann mit nur einem weiter nach Saalfeld verkehrt. RB22 und RB13 verkehren mit allen aus Leipzig gekommenen Zugteilen weiter bis Weida, von wo aus dann einer nach Saalfeld und eben ein bis zwei weiter nach Hof fahren. Eine weitere Verbindung in den Süden stellt die RB4 dar, die von Gera aus über Greiz und Plauen nach Weischlitz fährt. In Plauen hält sie nicht am oberen Bahnhof, wo die Züge Dresden-Hof verkehren, sondern im tiefer gelegenen Plauen-Mitte. Die Linie verkehrt im 2-Stunden-Takt und ergänzt sich damit bis Greiz mit dem RE3 zum Stundentakt. Abfahrt in Gera ist immer zur Minute 4 der ungeraden Stunde von Gleis 2. Bis Greiz fährt man 36 Minuten, bis Elsterberg 43 Minuten, bis Plauen 1 Stunde und 2 Minuten und bis Weischlitz 1 Stunde und 13 Minuten. Die RB4 wird von der Vogtlandbahn betrieben, ebenfalls mit Triebwagen der Baureihe 650, in der Regel in Einfachtraktion. Zuletzt gibt es in Gera noch die RB21, die als einzige nicht in den zur vollen Stunde stattfindenden Taktnoten eingebunden ist. Sie verkehrt im 2-Stunden-Takt über Jena und Weimar nach Erfurt, hält im Gegensatz zu RE1 oder RE3, allerdings mit Ausnahme von Hopfgarten, überall. Abfahrt ist immer zur Minute 26 der ungeraden Stunde, meist von Gleis 5. Die Fahrt bis Jena-Göschwitz dauert 34 Minuten, die bis Weimar genau 1 Stunde und die bis Erfurt 1 Stunde und 17 Minuten. Die Züge um 9.26 Uhr und 19.26 Uhr ab Gera starten bereits in Gera-Zwötzen. Ebenso wie die um 8.28 Uhr und 18.28 Uhr an Gera weiter bis Gera-Zwötzen verkehren. Von Montag bis Freitag wird die Linie zudem zwischen Gera und Weimar zum Stundentakt verdichtet, weil die Verdichterzüge um etwa 10 Minuten zu den normalen Takten verschoben sind. Abfahrt in Gera ist zur Minute 38 der geraden Stunde. In Weimar hat diese Linie dann Anschluss an die RB20 gen Erfurt. Die RB21 wird von der Erfurter Bahn betrieben, auf den Leistungen bis Erfurt in der Regel mit 3, zum Teil sogar mit 4 Triebwagen, während die Leistungen, die nur zwischen Gera und Weimar pendeln, in der Regel mit 2 Triebwagen verkehren. Trotz der nicht vorhandenen Oberleitung kann man in Gera auch Güterverkehr beobachten. Regelmäßige Gäste sind vor allem Kesselzüge vom und zum Tanklager in Lederhose, meist unter der Regie von Infa Leuner, oder Sandzüge von Starkenberger Güterlogistik aus Kainer. Doch auch Übergaben der DB Cargo nach Zeitz kann man hier antreffen, ebenso wie etliche weitere unregelmäßige Sonderleistungen verschiedener Betreiber. Insgesamt ergibt sich so vor allem auf den Strecken nach Leipzig und Saalfeld ein je nach Tag zwischen 1 und 5 Güterzügen liegendes Verkehrsaufkommen. Damit wäre ich dann auch am Ende dieser Dokumentation angekommen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.